Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Dream Team Brothers hier bei Crash 40Freak 89. Es geht nun weiter mit einer weiteren Traumwelt, wo wir Kamek erneut hinterherjagen müssen, weil in der ersten Traumwelt ist er wieder rausgeflohen und nun hat er uns auch hier wieder die ganzen Wege, also die ganzen Durchführungen oder ich weiß nicht mehr, was man dazu sagt. Sagen wir erstmal, es hat uns die ganzen Wege mal wieder durcheinander gebracht und wir müssen sie wieder legalisieren, indem wir ihn jetzt wieder hier in der Traumwelt zeigen, wo der Hammer hängt. Aber wahrscheinlich wird das auch wieder mal nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn dort gegenübertreten. Wahrscheinlich kommt er dann. Ich wollte gerade sagen, ist das eh nur Deko, die Lava, die ist so gut nur Deko. Wahrscheinlich kommt er dann wieder mit einem schmutzigen Trick, um sich aus der Affäre zu ziehen. Dieses Geräusch, das hat mich jetzt ganz schön geschreckt. Das war diesmal ganz schön laut. Hast du das auch gehört, oder? Ja, bestimmt plant Kamek wieder irgendetwas, um sich aus der Fähre zu ziehen. So wie wir ihn kennen. Ah, danke, das brauche ich doch. Das nicht? Das kannst du auch behalten. So, und jetzt zu euch, meine lieben und hübschen kleinen Stachelkäferchen. Euch erwartet jetzt ein Traumball! Das ist doch ein Traum, oder? So. Bam. Ja, mit dem Hammer ist es vielleicht doch nicht so gut, aber ich mache hierbei eigentlich eh den meisten Schaden, weil ich sie sehr oft angreife. Eigentlich. Ja, schau an, die sind eh schon... Ja, die sind eh schon alle down. Hat sich eh schon erledigt. Vielleicht wäre ein Traumschmuck auch ganz sinnvoll gewesen, aber nee. Ja, die Toy Koopas, so hießen sie doch, oder? What? Ein riesen Goomba mit Tanuki auch noch. Das geht's ja wohl nicht. Oh nein. Ja, die Attacke, die ist sehr schwer ausweichen. Ich glaube, die kann man gar nicht ausweichen, die Attacke. Weil die drehen hier ganz schön am Rad, deren Feuerbällen. Ja, schaut euch das an. Wie soll man denn da ausweichen? Alter Schwede, verdammt. Was ist mit den Riesengumba? Kommt auch noch? Was macht der Schönes mit uns? Maxi Schweifgumba heißt der. Robo Cooper? Was? Nein, Mecha Cooper heißen der eigentlich, weil Toy Cooper? Nein. Ich weiß es nicht mehr. Alter Schwede. Maxi Tanuki Gumba. Also auf Tanukis wären zum Glück auch wieder mal hingewiesen, so wie es eigentlich sein sollte. Die guten Ey, ich hab doch gedrückt, Mann. Wieso reagiert er nicht rechtzeitig, verdammt? Springt er wieder auf uns zu. Ah. Was? Der greift öfters an? Okay. Krasse Kacke, der will es wohl echt wissen. Alter, wie sollen wir denn ausweichen? Okay, hä? Habe ich mich irgendwie aus der Affäre gezogen? Ich weiß auch nicht wie. Okay, dann mache ich mal die restlich mit einem normalen Sprung. Down! Ah, einer ist immer noch übrig oder zwei sind noch übrig. Achso, den muss man einfach nur ausweichen. Oder einen Sprung kontern, okay? Kein Ding. So. Bam! Und tschüss, Lutschaki, sterben. Für der wohl Erfahrungspunkte bringt. Schauen wir mal. Naja, nicht gerade sehr viel mehr. Wie die ganzen Toy Koopas. Also, haben die jetzt Toy Koopas geheißen oder? Robo Koopas, ja, Robo Koopas. Ja, wenn man da nicht nachguckt, dann übersieht man zum Beispiel auch für den Endboss wichtiges Sonnenwunderbonbon. Oh oh, die Lava steigt auf! Verdammt, also ein so eine Art Scrolling-Level oder was? Oh man, ich hoffe, ich übersehe hier kein Item. Was vielleicht wichtig wäre. Hüpsa! Ach ja, auch noch rauf, verdammt. Das ist aber sehr schwer hier zu kontrollieren. Verdammt, die Lava kommt aber ganz schön fix. Boah, das war knapp. Shit. Muss denn sowas jetzt auch noch sein? Naja, aber was soll ich da noch groß, was soll ich da
Aber was soll ich da noch erwarten? Das ist immer das Finale. Ach, ich komme da nicht drauf, verdammt. Achso, da brauche ich eh nicht den Schnurrbart. Ich bin ein Volldepp. Verschwende meine Zeit damit. So. Hole das Item und geh bitte jetzt durch die Tür, verdammt. Also durch den Weg. Okay. Alles wieder in Ordnung. Alles paletti. Okay, wir müssen dann da sein. Ich schätze mal tief. Soll ich jetzt nehmen die Röhre? Ich nehme erstmals die Röhre. Ah, die öffnet wieder eine Abkürzung zur zum Ausgang oder zum Eingang, wie man will. So. Kameklein. Schätzelein. Es wird Zeit, dass du dich wieder bereit machst. Eine bittere Niederlage gegen uns. Obwohl, wahrscheinlich hat er wieder ein paar neue Tricks aus dem Ärmel. Hat er wahrscheinlich wieder ein paar neue Tricks aus dem Ärmel geschossen. Peach? Mario, Luigi. Was ist denn? Ich bin's, Peach. Ich bin hilflos. Rettet mich. Ich glaube, das würde sie nicht so unbedingt sagen. Ich dachte mir schon, dass sie nicht doch mal darauf reinfällt. Ich hab's mir eh schon gedacht, dass es wieder mal nur Kamek sein kann. Du alter, blöder Schlawiner. Du glaubst wirklich, du kannst das mit so einem behinderten Trick reinlegen? Lass mich nicht lachen. Aber bei diesen Attacken hier ist mir das Angriffsmuster noch unbekannt. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll, bei dieser gemeinen Attacke hier. Egal. Nein, Traumteil. Oder Traumsprung. Ach, das lohnt sich jetzt eher gegen den, wenn er schwebt. Würde er sagen, ein Traumsprung. Da lohnt sich dann schon eher, weil da greifen viele Luigis ihn noch zusätzlich an. Muss man den Turm perfekt gestalten, ja. Ja, wenn alle Luigis sich melden, dann heißt es, der Turm ist ziemlich gut. Ja. Ja, noch einmal. Und noch einmal, bitte. Ah, verdammt, das war zu früh. Egal. Der Turm ist trotzdem ziemlich gut. Yay. Das macht schon 240 alleine aus. Oh yeah. Schon mit 470 für den Anfang. Nicht schlecht. Und da ist er eh am Boden zerstört. Oh Gott. Nein. Aha. Das ist wahrscheinlich das hier. Und das ist noch unten. Nein. Fuck. Also die Vierecke sind wahrscheinlich immer oben. Ich weiß es selber nicht, woran ich das sonst erkennen soll. Ich muss mir einfach nur merken, wo die als nächstes hingehen. Okay, jetzt wird es wieder Zeit für den Traumball. Der Traumball bringt ja am meisten was gegen Kamek. Immer wieder Luigi auf ihn losschicken, dann geht er schon. Genau. Immer wieder in dieselbe Richtung schießen. Und dann erleidet er natürlich auch am meisten Schaden. Yay. So. Und nein. Ich würde ihn noch zusätzlich mit Luigi treffen, aber der Turm tut's auch. Yay. Habe ich ihn schon wieder 1000 KP abgezogen. Jetzt teilt es sich natürlich wieder. Kann ich herausfinden, wie ich den Angriff da? Okay, ich sehe schon, wer ist. Okay. Aha! Ah, das ging gut. So wollte ich das doch haben. Okay. Einen weiteren Traumsprung gefällig. Dann wird es Zeit. Ah, das war schon von Anfang an verkackt. Schade. Was? Ich bin noch in der Mitte gewesen. Das gibt's ja nicht. Der Turm ist diesmal ein richtiger Fail. Schade. Das bringt also nicht viel. Ja, leider. Aber ist trotzdem nicht so schlecht. Bam. Du warst sogar noch mehr als mit Excellent, habe ich schon angemacht. Ist ja nicht wahr. Der hat mindestens 2000 KP, oder bin ich mir das? Nein. Der Kreis ist immer unten anscheinend und er ist oben. Das geht nach links. Und wenn das Dreieck in anderer Form anzeigt, dann nach oben zeigt, dann geht es, dann kommt der Angriff von rechts. Okay, das müsste ich mir jetzt merken. Der Kreis ist unten, das Viereck ist oben. Das Dreieck, was nach unten zeigt, ist links. Und das Dreieck, was nach oben zeigt, ist rechts. Ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig gemerkt. Gut. Ein weiterer Traumball. Kommt sofort. Mein Freund. Dich mache ich jetzt kalt.
Ich meine, viele finden mal von euch jetzt sagen, der Traumtaifun bringt doch mehr als der Traumball oder was auch immer. Es ist Ansichtssache. Ja, diesmal perfekt getroffen, noch zusätzlich Kamek erwischt und Bams. Yay, 661 Schaden. Und da fliegt er schon wieder, das gibt's ja nicht. Ey, willst du uns verarschen? Will er uns noch einmal... Oh, ich kann's nicht fassen. Nee, willst du mir bitte nicht so einfach sein? Du Arsch. Mann. Wie der mich wieder nervt. Jetzt will er uns erneut wieder so ein blödes Spielchen mit uns treiben. Statt dass er uns bekämpft wie ein richtiger Mann. Oder wie ein richtiger Cooper. Oh. Ich werd nicht mehr. Was erwartet uns schon wieder für eine nervige Aufgabe? Ich will es gar nicht wissen. Aber egal, die Räume haben sich legalisiert. Ich muss ja sowieso noch mich umgucken und schauen, wo ich jetzt das nächste... Attackenfragment, wo ich das fehlende Attackenfragment noch kriegen, ob ich das, muss doch schauen, dass ich das fehlende Attackenfragment kriegen kann. Okay. Dann wäre das auch mal erledigt. Wir sind schon wieder abgehauen, nur schnell, wir müssen hinterher! Ja, ich habe auch nichts anderes vor, als ihn zu folgen, diesen Spasten. Ja, von hier aus komme ich ja nicht hin, oder? Kann ich da denn... Nein, das kann ich auch nicht mit dem Wirbelsprung überwinden. Das ist auch blockiert, der Weg durch die Lava. Verdammt, ich muss also einen Weg nach oben und dann... Ja, nur dann komme ich dorthin. Mir wird nichts anderes übrig bleiben, als erstmals nach Norden aufzubrechen. Und da sehe ich eh schon wieder ein Attackenfragment. Aber die Seite ist ein bisschen zu weit weg, da muss ich von der anderen Seite hin. Ich habe schon gemerkt, wo ich lang muss dafür. Einfach zu unserer Linken, dort wo der eine Weg auch noch verzaubert war. Verzaubert klingt auch ein bisschen zu weich. Verhext war. Verhext, das passt noch besser, verhext. Komme ich jetzt hier an das... Ach nein, das wird auch noch von einem Kettenhund-Scheigei bewacht, ne? Also von einem Wanderscheigei. Ja, da kommen auch noch die Spasten dazu. Na schön, ihr wollt's mal wieder wissen, ne? Ihr wollt. Bomben-Derby! Die Chillkanone kann ich auch mal wieder einsetzen, aber da muss ich mir genau merken, die Sprungreihenfolge abmerken. Und ich glaube, der Bomben-Derby macht ohnehin mehr Schaden bei den Gegnern, schätze ich mal. So. Okay, und jetzt noch ein grüner Panzer. Ich hoffe, der reicht aus, um die beiden Spasten noch zu down zu kriegen. Weil wir müssen ja sowohl den Kettenhund als auch den Scheigei angreifen, wenn ich mich nicht total täusche. So, geh down, yeah. Passt schon. Ja, das Level 40 nähert sich mit langsamen Schritten. Hoffentlich erreichen wir das wirklich noch vor dem Final Boss. Ich meine, ganz sicher können wir es erreichen, wenn wir sogar noch dazwischen einen Goldbiene noch einmal in der Traumwelt finden. Ui, das ist das Vorletzte. Nur noch ein einziges Attackenfragment, das befindet sich ja unten. Goldstatue? Echt jetzt? Das muss ich mal ausrüsten. Lucci hat nur die Silberstatue, jetzt bekommt er die Goldstatue, dann steigen all seine Werte nochmal um 5. Oder hat er damit auch noch weitaus mehr Werte als Mario, sogar mehr als Angriffswerte? Oh, oh, das darf natürlich nicht sein. Ich musste also Marios Angriffskraft als nächstes wieder supporten. Dann ist er wieder der Attackentyp und Lucci einfach der Tank. Also der Verteidiger. Aber er soll ja auch da draufhauen wie kein anderer. So klar wie Kloßbrühe. Puh. So, jetzt muss ich einen Weg auf die linke Seite finden wieder. Von dort aus komme ich ja nur hin. Also von der nördlichen Richtung, die ich jetzt eigentlich hätte gehen sollen, komme ich auch nur hin. Aber dann war ich da schon oben? Ja, da war ich auch schon mit dem mit der Brüderballer-Paar-Aktion. Meine Fresse. Eieiei, die Bob-Oms. Die sind auch wieder mit von der Partie. Und uns wieder zusätzlich Ärger bereiten, ne? Oh! Nicht du auch noch! Ey! Den berühre ich noch nicht mal, verdammt! Alter, ist der Gegner... Nervt! Zutiefst! Wow! Ey!
Ach du Spaß, jetzt reicht's mir. Euch mache ich kalt. Aber ich freue mich echt schon riesig auf das Let's Play zu Mario Luigi 2. Weil, sobald das ja vorbei ist, werde ich dann erstmal im Mario Kart Double Dash weitermachen. Und es kommt dann noch ein weiteres Mario Let's Play dazu. Super Mario 3D World. Wird wahrscheinlich dann eh schon gestartet sein, nachdem das Video oben ist. Aber ich freue mich schon riesig auf 3D World. Ich kann es euch nicht anders sagen. Weil nachdem ich ja den Trailer gesehen habe, der noch einen größeren, besseren Ersteindruck gegeben hat, als der Trailer, den ich zu meinem Teaser-Video gegeben habe. Boah, kann ich nur sagen, geil, ich freue mich riesig und extremst. Alter, es interessiert mich gerade nicht, ich sehe nichts. Ich habe die Bomben schon richtig gelegt, also den Weg für die Bomben schon richtig geebnet und jetzt... Ach nein, das letzte Attackenfragment wird auch noch bewacht. Könnt ihr mir gar nicht erzählen, na schön, Bams. Dann darf ich mal gespannt sein, was wir uns hier für eine paar Attacke nun dieses Mal erwarten darf. Na schön. Bombe! Los! Yeah, kriegste. Ich bin so blöd, Mann. Scheiße. Das hat... Ah. Hat wieder nichts gebracht. Blossblume! Ah, Moment, ich könnte auch grünen Panzer einsetzen. Nee, vielleicht auch hier nicht. So, immer... Ah, verdammt. Gibt's ja nicht. Schon wieder verkackt. Ich hab's gemerkt. Eieiei. Jetzt kommt er wieder, der Kettenmann, und springt mich an. Ah, ich bin so blöd. Wieder. Was? Ist er bescheuert? Wieso hat er seinen eigenen Artgenossen angegriffen? Sie schrecken selbst noch nicht mehr von ihren eigenen Artgenossen zurück, oder was? Sind die bescheuert? Krasse Kacke. Okay, lol. Aber egal. Das letzte Attackenfragment. Und damit wahrscheinlich auch die letzte paar Attacke, die wir durch Attackenfragment freischalten können. Das ist Luigis Sternrakete. Nein, das System. Nein. Er hat umhört dich auch mit den scheiß Neigen. Ich hasse es. Neige das System, um dein Flugpanzer in kleine Sterne zu sammeln. Drücke A und B-Knopf beim Landen. Mehr kleine Sterne bedeuten mehr Kraft. Gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Vielleicht ist es auch nicht so übel. Schauen wir mal. So, wieder mal Neige, natürlich. Eieiei. Von sowas bin ich echt ein Freund. Aha. Oha. Na, das nenne ich meine Attacke. Wenn sie bloß nicht wieder mit der Bewegungssteuerung funktionieren würde, dann würde ich sie wirklich als die beste Paar-Attacke überhaupt einstufen. Okay, ich probiere es jetzt mal selber aus. Da wieder mal Bewegungssteuerung einsetzen, aber was soll ich machen? Wow. Ja, aber es wird ja immer schneller. Das darf ich auch nicht vergessen. Nein, schon habe ich einen Stern übersehen. Das wird leider kein Exzellent. Es wird ja immer schneller und schneller und schneller und schneller. Okay, zuerst A. Was? Ich habe doch mit... Was? Ich habe doch mit Mario... A gedrückt, was soll das? Oder war ich zu spät dran irgendwie? Gibt's ja wohl nicht. So. Ey. Okay. Diesmal packe ich das. Ah, das war knapp. Nein, schon wieder nicht. Das gibt's nicht. Ey, jetzt... hallo? So, jetzt aber. Ja, nur ein Gut. Toll. Scheiße, ja, da verschiebt sich der 3D viel zu sehr dabei. Versuche eine E-Möglichkeit in der Mitte zu halten, aber das ist schwierig. Das ist eine Schwenkaktion, hasse ich wie die Pest. So,
Ein letztes Mal versuche ich es jetzt noch. Na los, du schaffst es doch. Komm, gib dir mal Mühe. Ja! Und jetzt nur noch... Ja. Was? Hä? Ich hab B gedrückt, du Idiot! Was? Ich hab doch bei B beim Landen gedrückt, was soll das? Oder war ich doch eine Millisekunde zu spät dran? Scheiße, komm mal, jetzt das Och nein, ich hab keine Lust mehr. Ich glaube, die Paar-Attacke werde ich niemals beim Final Boss einsetzen. Das ist wohl Luigis ultimative Attacke. Ganz interessant, aber nein. Jetzt fehlt nur noch eine Attacke für Mario. Die schalte ich wahrscheinlich nur frei, wenn ich alle Kiste freigeschaltet habe. Habe ich dann irgendwo irgendwelche Kiste übersehen? Ich hoffe nicht. Aber vielleicht könnte das möglich sein, dass ich irgendwo eine Kiste noch übersehen habe oder zwei. Das war eigentlich auch mein Ziel, dass ich die alle befreien kann, aber... Das hat sich jetzt wohl erledigt. Oder vielleicht sind hier noch ein oder zwei Kiste vorhanden, die ich befreien muss. Auf diese Weise. Schauen wir mal. Mal gucki. Erstmals heißt es hier, klar Schiff machen. So, Wonderpilz, Deluxe und Kohle. Jede Menge hunderte Münzen. Au. Okay, so komme ich auch rüber. Ich wollte eigentlich nur mit dem Wirbelsprung versuchen, mich rüber zu schwingen. Ja, wie komme ich da jetzt wieder rüber? Hä? Okay, hat sich erledigt. So, was gibt es denn hier auf der anderen Seite? Gar nichts. Einfach nur im Zickzack. Wow! Zickzack rumlaufen, okay. Das ist aber nicht so einfach hier. Da muss man schon Millimeterarbeit machen, weil die Bomben immer in einem gewissen anderen Zeitabspann abgeschossen werden. Wow! Okay, das wäre geschafft. So. Dann hätten wir das auch endlich gepackt. Jetzt müssen wir uns endlich mal zum nächsten Gebiet vordringen. Zum letzten, wo sich... Zum wahrscheinlich letzten, wo sich Kamek jetzt aufhält. Bomben-Derby. Ich hoffe dann... Wenn wir... auch... endlich mal klar Schiff gemacht haben mit Kamek. Sprich, dass er jetzt hoffentlich nicht wieder irgendeine böse Überraschung für uns bereithält. So. Dann probieren wir noch mal eine Sternrakete gegen den einen... gegen das eine Hundilein aus. Okay, dieses Mal muss es aber klappen. Yeah. Ich meine, eigentlich bewege ich auch den 3DS nicht vom Fleck. Dass er verstehen nicht, warum er dann so plötzlich... Nein! Ich habe zu weit geschwenkt, das gibt's nicht. Nein. Das gibt's echt nicht. Ey, der springt zweimal. Ja, hörst du mal auf? Dreimal springt er sogar. Scheiße. Bin ich tatsächlich abgestürzt mit den Sternen. Das ist auch noch nie passiert. Naja, aber immer diese neue Sternattacke ist auch ganz interessant. Also... Erinnert mich natürlich auch an die ultimative Paar-Attacke von Mario Luigi 3, weil da musste man auch einen Stern aktivieren. Aber die von Mario Luigi 2 finde ich am epischsten. Die Brothers-Blume. Also die, nein, die ganz große Feuerblume meine ich jetzt. Alter, ich wollte noch springen. Wart! Alter, wie hat der einen Erstangriff gegen mich durchgeführt? Das gibt's ja wohl nicht. Boah, das war knapp. Da werden noch zusätzlich attackieren. Das ist so ein Spaß, ey. Na wartet, euch bombe ich wieder weg. Mit Bomben-Derby. Blöden Spasten geht down. Und weg. Und was haben wir dafür wieder Schönes? Was? Was für Stiefel? Pflanzenstiefel? Das gucken wir uns mal an. Vorher mal heile ich meine Brüder wieder ein bisschen mit ein paar Superbonbons. Ich glaube, die Bonbons hier bringen jetzt hier geben jetzt hier am meisten Sinn. Ausrüstung. So, was haben wir hier? Fangstiefel, bla bla bla.
Pflanzerstiefel. Besiegt der Gegner verlieren gelegentlich Bohnen anstelle von Münzen. Mit was bin ich ausgerüstet? Mit Flakstiefel plus fliehen der Gegner allein bei Angriffen 150% Schaden. Ah, nein, da lasse ich die Flakstiefel doch lieber an. Luigi hat die Sternstiefel. Hier ist, stell jedes Mal, wenn du Schaden vorsagst, eine deine KP wieder her. Ja, die sind für Luigi eher geeignet. Und hier haben wir die Flakstiefel, weil die Pflanzerstiefel Bohnen anstelle von... Moment, das lohnt sich doch! Ja, fliegende Gegner allein zwar jetzt wieder weniger Schaden, aber die Angriffskraft ist gleich und Pflanzerstiefel, das ist doch was. Vor allem, wenn ich, ob sich eh mit Mario durch die Traumwelt unterwegs bin, dann lohnt sich das doch. Wenn er die Gegner gelegentlich statt Münzen auch mal Bohnen fallen lassen, das wäre doch geil. Oh mein Gott. What the F? Was muss ich hier machen, bitteschön? Um Gottes Willen. Und da gibt es wieder drei Wege. Den einen komme ich erstmals nicht drauf. Das ist also mein Fail hier. Bams. Ja, hallo, wie komme ich da weiter? Achso, ja. Ja, ja. Schon kapische. Dafür gibt es Wundersirup hier. Hm. Ey! Die blöden Bomben, ey. Boah, das ist echt nicht leicht. Alter, lass mich mal. Nein! Boah, ey. Soll ich mir denn da bitte schön durchboxen? Ja, wie komme ich denn da rüber, Mann? Was? Alter, da komme ich nicht mehr rüber. Bin ich hier gefangen oder was? Weil ich werde ja ständig von den Bomben getroffen. Und da komme ich auch nicht hin. Gibt's keinen Weg. Alter, was verlangt ihr denn? Hallo? Was muss ich hier machen? Check einer das mal. Alter, was ist das? Naja, und da falle ich in die Lava. Da komme ich ja nicht durch. Wie soll ich hier bitte schön durchkommen? Wie? Weil hier geht's nicht weiter, Mann. Ich stecke hier fest. Boah, ey, nein. Diese blöden Bomben. Ach, Mann. Halt, Moment. Ah, ich glaube, ich hab's jetzt. Ich glaube, ich hab's jetzt. Ich weiß jetzt, wie das gehen soll. Nein! Ja. Puh. Alter, nerv mal nicht. Nein! Verdammt, da ganz oben, ey. Aber ich muss immer durch die Löcher durch. Das ist das einzige probate Mittel, damit ich hier wieder dorthin zurück kann. Und dort drüber kommen, aber das ist alles andere als leichter. Guckt euch an, wie die alle so immer ihre Richtung ändern. Boah, verdammt, nicht einfach. Fuck! Mann, ist das hier nervig. Hier muss ich durchkommen. Ihr seid doch Asis, ey. Selbst Luigi reicht schon alleine aus. Die Berührung, nein, nein, nein. Oh Gott sei Dank, geschafft, 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 Mann. Ha, ihr blöden Bomben. Könnt mir gar nichts. So, jetzt gibt's wieder hier mehrere Abzeugungen. Was? Das war ein Sprung? Ich dachte... Na, egal. Ich habe ihnen Schaden zugefügt und das zählt. Fuck. Au! Jetzt reicht's mal, du blödes Ungetüm. Bomben-Derby. Ich hoffe, das reicht aus, um die ganzen wieder zu bashen. Ja, eigentlich schon. So. Und tschüss, Lutscher. Achso, da sind eh schon alle down, okay. Ja, nur noch ein paar Gegner und dann endlich mal kommt Level 40. Es gibt wieder drei Wegmöglichkeiten. Welche soll ich jetzt anfangen? Ich würde sagen, ich beginne erstmal mit dem Weg zu unserer Rechten.
Möglicherweise gibt es hier was Bestimmtes. Oh Gott, wie weit ist es denn hier noch? Alter Schwede, wir haben ja schon alle Attackenfragmente, aber jetzt müssen wir wieder so ein riesen Labyrinth überwinden, oder was? Vor allem die ganzen Gegner hier sind noch da. Aber die brauche ich ja auch, um hier weiterzukommen. Oh. Okay, der Raum ist nur für Bohnen, ich habe es gemerkt. Und für den einen Gegner. Nee, sonst geht's hier nicht weiter, ich merke schon. Okay, bam. Du blöder Spast. Ihr könnt mir gar nichts, ihr blöden Asis, ihr werdet jetzt down gehen. So, und tschüss. Nee, nicht ganz, leider. Mann, ich frag mich echt, was das Zugende noch bedeuten soll, aber ist mir jetzt ziemlich herzlich wurscht. So, erstmal kriegen die beiden jetzt einen Green Shell von mir ab. Hat mich etwas passiert, wenn wir den Kettenhund Feuer beherrschen, bevor... Ja, okay. Hat sich hier schon erledigt. Und Bohne! Yeah! Eine Bartbohne. Ja, okay. Geil! Damit können wir jedes Mal unsere Stats füllen, wenn sie gelegentlich Bohnen fallen lassen, die Gegner. Cool! Da habe ich auch wirklich ein super Item bekommen. Danke schon. Manchmal hält man auch von den Gegnern die besseren Items, als wenn man sie kauft, als wenn man sie aufkauft. Da ist er wieder. Wieder bereit für Schabernack, was? Bleib da! Oh. Ja, hier schon wieder! Wegen euch habe ich jetzt meine Magie verbockt! Was? Ja. Na gut, diesmal kann ich euch nicht so sehen. Ihre Laufleistung will ich jetzt gerne erhalten, aber egal, die Wege sind nur noch komplett genug, um euch und der belichtete Hilfsarbeiter klar zu überfordern. Das ist euer Ende. Ihr kommt hier niemals wieder raus. Ja, das glaubst auch nur du. Wirst schon sehen, hä? Wenn wir dich wieder... Wenn wir... Was wollte ich jetzt sagen? Oh Mann, ich komme wieder durcheinander. Du wirst schon sehen, mein Freund, wenn wir wieder vor dir stehen. In der Traumwelt. So, nein, ich wollte eigentlich den Wirbelsprung hier einsetzen. Wird hier auch bitte nötig sein? Oh mein Gott, das ist schon wieder so ein... Mann! Von euch Gegnern kann man ja nie genug kriegen, was? Also ihr könnt auch nichts von uns genug kriegen, was? Na schön. Jetzt ist Zeit, wieder euch mal zurechtzustutzen. Vorher sollte ich mal wieder den Orden einsetzen. Es soll empfohlen und Bombenderby bitte nicht das Chatbrett, weil es greift ja nur einen Gegner an. Das werde ich für den Boss aufheben. So. Ja, dann war es eh schon. Wenn man vorher ihnen schon 100 Schaden zufügt, dann sind sie, ist es wohl klar, dass sie schon schneller down gehen. So, und jetzt schauen wir mal, wofür jetzt eigentlich der Raum ist, weil da ist ja noch einer übrig. Mal gucken. Was ist jetzt hier schon wieder los? Wie lange ist denn der Part schon? Oh mein Gott, der ist hier schon ein bisschen lang. Aber wir gucken uns hier trotzdem noch um. Die Traumwelt werden wir dann halt im nächsten Part betreten. Wir werden vorher uns hier noch einen Weg zur Traumwelt ebnen. Ja, dann hört er nicht mehr auf, zu den Feuerbällen zu spammen. Das ist das Problem in diesem Feuerbruder. Ja, schon, jetzt hat er aufgehört, kurz mal. Gut, gut. Den Moment sollte man natürlich nutzen, um sie anzugreifen, wissen wir ja schon. Ist eigentlich eine altbekannte Regel. Sobald der Gegner erschöpft ist, sollte man den Moment nutzen, ihn anzugreifen. Das sage ich jetzt bewusst eigentlich gar nichts. So ein bescheuerter Fail, Mann. Hoffentlich kann das Luigi richten. Meine Fresse, ey. Manchmal läuft's und manchmal nicht. Eieiei. Reicht's überhaupt aus, sie alle zu bashen? Komm, der letzte Angriff. Yay! Ein Glück. Ich dachte schon, what the fuck? Aber es hat ausgereicht. Nur noch ein paar Gegner, dann hat Mario endlich Level 40 erreicht. Was ist da drüben? Vermutlich wieder ein spezielles Item, nehme ich mal an.
Schon wieder nur ein Geheimkarton, oh Gott, vor den habe ich jetzt so eine Phobie. Ich sag nur Pyjama-Gipfel, wer den Part geguckt hat, wo ich Game Over gegangen bin durch eine... durch einen Geheimkarton. Oh meine Fresse, das war vielleicht was. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Sollte ich diesen Weg überhaupt schon gehen? Der wird auch blockiert hier. Da muss ich wieder einen Bob-Omb hinführen. Ei. Noch so viele Wege hier zu erkunden. Wir müssen auf jeden Fall wieder die eine Traumwelt befreien, so viel ist sicher. Wie komme ich da jetzt bitte schon auf die andere Seite? Autscha! Da verbrennst du dir richtig den Arsch. Das tut überhaupt nicht gut, möchte ich meinen. Nicht gesund, nein, nicht gesund. Puh, also den Weg zu unserer Rechten haben wir auch noch nicht fertig erkundet, oder schon? Bin mir jetzt nicht sicher. Nein, das sagt dann schon dieser eine Antasma-Roboter hier. So. Ja, chillt heißt es natürlich, angreifen ist eine wichtige Kampfregel. Ist zwar ein bisschen feige, aber... Au, nein, ey! Was habe ich wohl davon, oder wie? Werde ich jetzt dafür bestraft, dass ich diese feige Taktik die ganze Zeit über anwende? Dass es jetzt auf einmal mit dem Ausweichen nicht mehr klappt, oder wie, oder was? So, geht sterben. Yay. Wonderpilz Deluxe. Davon werden wir auch schon zugespammt am laufenden Band. Finde ich aber in Ordnung, weil man kann nie genug Leben haben, vor allem wenn dann... der Endboss bestimmt voll arg scheiße schwer ist. Ich kann es aber kaum erwarten, wenn es endlich zu den Endboss-Kämpfen kommt. Und dann, wenn das Let's Play zu Ende ist, werde ich dann mit Mario Kart Double Dash weitermachen. Weil bevor Mario Kart 8 rauskommt, möchte ich zumindest mal ein Mario Kart gestartet haben. So war es ja auch mit Superstar Saga. Und wenn ich Mario Kart Double Dash mache, dann... das sind ja eher auch nur sehr wenig Parts. Ich glaube maximal 8 Parts wird das haben. Ich werde ja da den 150 Kubikzentimeter Cup machen. Also die 150 Kubikzentimeter Klasse. Und auch einmal die Spiegelklasse. Manometer, der ist auch noch übrig, aber nicht mehr lange. Tschüss, Lutscher. Also den spiegelverkehrten Modus werde ich natürlich auch noch machen. Okay, Marius. Schritt zu Level 40. Und damit erreicht er den letzten großen Rang, den Regenbogenrang. Und wir können 2 Ausrüstungen aussuchen, sehe ich gerade. Echt jetzt? Tatsächlich 2 Ausrüstungen können wir noch zusätzlich halten. Was nehmen wir uns denn für Mario Schönes noch? Ausrüstung plus... 1 könnten wir noch einmal geben und Ordenlager aus... Ordenlager? Ah ja, wir können noch einen zusätzlichen Effektvorrat machen. Diesmal, wenn dein Level ansteigt, die Max KP um 2. Um 1. Angriff plus... Profispringer. Konterexperte. Pilzgummi. Kraft und Glück, Lockter, Brüger, Traumpartner, kosten noch... Blitzheilung, verdoppelte Wirksamkeit von all. Ich würde sagen, Lockerbrüder wäre wohl eine gute. Ausrüstung plus 1 oder Ohrenlage plus 1 wären auch nicht so schlecht. Ich würde vorschlagen, wir nehmen Ausrüstung plus 1. Ich hoffe, das habt ihr jetzt endlich mal im Bilde. Ausrüstung plus 1. Ja, ich bin mir sicher. Ach, sorry, das war kurz meine Hand im Weg. Du hast deinen höchsten Rang erreicht. Bitte wähle einen weiteren Rangbonus. Ja, mache ich natürlich, selbstverständlich. So, ich hoffe, die Kamera bleibt so stehen und verschiebt sich nicht. Jetzt nehmen wir noch das Ohrenlager, Fragezeichen, wäre das gut? Ich würde eher die Lockerbrüder nehmen. Dann kann ich mehr, umso mehr Paar-Attacken einsetzen. Obwohl...
Ach kommt, wisst ihr was, wir nehmen das Ohrenlager weiter durch, können wir... Obwohl, das dauert auch ziemlich lange, bevor wir die nötigen Ohrenlager erreichen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob es hier einen Effekt gibt, wodurch die Ohrenleiste sich schneller erhöhen kann. Nehmen wir also locker, Brüder. Traum und Paarattacken kosten nur noch wie im Normalfall. Gut. Yes, ich bin mir 100% sure. Yay. Level 40. Oh yeah. Darauf haben wir lange gewartet und endlich ist es soweit. Mario erreicht den Level für den höchsten Rang. Nur, der volle Level ist natürlich noch lange nicht. Aber trotzdem, wir haben endlich auch Level 40 erreicht. Darauf können wir doch stolz sein. Fehlt nur noch Luigi, dass er noch einen weiteren Rang bekommen darf. So. Ja, jetzt wollte ich ja die Angriffskraft supporten. Sehe ich jede Menge Vierer dazwischen. Und ich bekomme rein! Yeah! Hihi. Fehlt nur noch Luigi. Ja, jetzt kann ich eine zusätzliche Ausrüstung noch geben. So zum Beispiel die ganzen Handschuhe, die wir schon immer wieder bei uns... Ja, sei ruhig. Die wir schon die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Stahlhandschuhe können wir zum Beispiel die Verteidigung besonders hohen Schwarzhandschuhe erhöht, günstige Chancen geschenkt zu bekommen. Angriffshandschuhe plus bewirken, dass sich den Ohrenleiste nach Attacken schneller füllt. Greenhorn-Handschuhe bringen verbrauchte BP zurück, wenn ein paar Attacken nicht exzellent waren. Okay, die werden gar nicht schlecht. Oder die Volltreffer-Handschuhe erhöhen Angriffskraft 30%, sondern du keinen Schaden nimmst. Paar-Münzhandschuhe erhöhen die sie. Erhöhen bei sich durch paar Attacken die Zahl erhalten immer zum 40%. Paar-Erfahrungshandschuhe geben wir 20% mehr durch, bei sich durch paar Attacken. Also ich würde eher auf die Greenhorn-Handschuhe setzen, aber ich habe nur einen einzigen davon. Dann würde ich eher sagen, dass die Angriffshandschuhe Plus am sinnvollsten wären. Baluigi, ach ja, der hat noch keine. Naja, das kommt mit der Zeit noch. Dafür haben wir erstmals bei Mario. Was soll ich jetzt sagen? Dafür haben wir erstmals bei Mario das erreicht, das ich erreiche. Dafür haben wir. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, Mann. Dafür aber haben wir jetzt mal mit Mario eine bessere Rüstung bekommen. Bessere Ausrüstung bekommen, wollte ich sagen. Wie ich es jetzt mit Luigi mache, das ist mir jetzt noch schleierhaft. Vielleicht mache ich es genauso wie bei Mario, keine Ahnung. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier weiterkommen. Vor allem müssen wir endlich mal diesen verkackten Schalter finden für den Käfig zur Traumwelt, in der sich Kamek wieder mal aufhält. So. So viel mal dazu. Hier braucht man wieder einen Wirbelsprung. Wir werden nochmal die ganzen paar Aktionen von... Oha. Das schaut mir schon etwas komplizierter aus. Hier sind wieder die ganzen paar Aktionen von Nöten. Leute, ich würde vorschlagen, da der Part eh schon ein bisschen Zeit gefressen hat, ja sogar ziemlich viel Zeit, schon über eine Dreiviertelstunde fast, würde ich sagen, machen wir an der Stelle wieder Schluss. Und im nächsten Part werden wir natürlich bis hin zum Kampf gegen Kamek spielen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und ich hoffe, seid ihr wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Holy Freak 89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know